Guten Morgen. Es ist jetzt Donnerstag, also unser letzter richtiger Tag hier. Und wir sind gestern, wie ihr bestimmt gesehen habt, ein bisschen rumgekommen. Wir waren auf der Karlsbrücke. Wir haben eine Bootfahrt gemacht. Ja, die war halt so lala. Aber okay, weiß man, dass man das vielleicht nicht nochmal macht. Ansonsten, ja, haben wir dann noch so gemacht, ein bisschen shoppen waren wir wie den letzten Tag davor auch. Und ja, halt ein bisschen unterwegs, gell? Und heute, also gestern Abend haben wir übrigens noch Sushi und Chinesisch und so geholt. Das ist direkt bei uns nebenan. Der Witz der ganzen Sache, dass außer Michelle alle nicht das bekommen haben, wirklich, was sie wollten. Es war trotzdem lecker. Aber ja, und wir wurden ausgesperrt, weil irgendein Idiot von innen die Haustür abgeschlossen hat und wir nicht reingekommen sind. Perfekt. Ja, und ansonsten heute haben wir jetzt um 13 Uhr einen Tisch bestellt. Im Terrassa Uprak, glaube ich, heißt das oder so. Das ist halt wohl ein bekanntes Restaurant, glaube ich. Und das ist auf so einer Dachterrasse. Und ja, mal sehr gespannt, wie das da ist. Da haben wir gestern vorbestellt, weil abends war alles ausgebucht. Deswegen haben wir es jetzt halt um eins den Tisch bestellt. Jetzt essen wir zum Frühstück Melone und andere obstige Sachen, weil wir nicht wirklich mehr was zum Frühstück hier haben. Ja, und dann gucken wir uns noch so ein bisschen ein paar Sachen an heute und gehen wieder shoppen. Ja, wie das so ist bei einem Mädelstrip halt. Thank you.
The fever in my bones won't break. I wanna make the same mistake sometimes. The brick beneath my feet is real. The hotel sheets are all I feel sometimes. The lights can't keep the dark away sometimes. I beg my enemies to stay. I love the demons I should hate. I'm bleeding but I'm not in pain. Tell me someone, tell me what is real, what is fake. If it's all in my head, wake me up when I'm dead. You can say what you feel, what is fake, what is real. If it's all in my mind, let me be, I'll be fine. Es ist jetzt Freitag und wir müssen heute abreisen. Und ich dachte, ich zeige euch nochmal so den Rest der Wohnung gleich. Oder allgemein die Wohnung, weil habe ich bis auch noch nicht geschafft, eine Roomtour zu machen. Aber ja, wir waren gestern, wir waren gestern unter anderem auf erstmal Essen um eins, wie ich gesagt habe. Ich fand es sehr lecker da, ich fand es sehr schön. Wir hatten eine richtig tolle Aussicht. Einziges blöde Ding war halt, dass wir diese Touristensteuer aufgebrummt haben bekommen, aber das kann halt einem passieren hier in Dingsbums, Prag, ja. Also passt da auf. Und dann haben wir uns noch die Rathausuhr angeguckt und sind dann nochmal zu einer Synagoge gegangen hier, waren aber nicht drin, wir haben sie uns nur von außen angeguckt und sind dann hoch auf den Aussichtsberg oder also auf die Aussichtsplattform, kann man in Anführungsstrichen sagen. Es ist hier wie so ein großer Park da oben, dann gibt es sowas, das sieht ähnlich aus wie der Eiffelturm, wurde dem auch irgendwie nachgeeifert und da konnte man hochgehen. Ich war nicht oben, weil ich so meine Probleme mit so bestimmten Treppen habe, wenn die dann so hoch sind, wenn es das so hoch geht, da kriege ich leichte Panik. Und deswegen bin ich unten geblieben, aber die anderen drei waren oben. Und ja, dann sind wir wieder runter, waren noch mal kurz in dem einen Shoppingcenter und sind dann nach Hause und haben uns hier schnell noch was anderes angezogen, was Wärmeres. Und haben uns noch was zu trinken geholt und sind dann so ans Ufer der Moldau gegangen. Und das war eigentlich auch richtig schön, also nicht eigentlich, es war sehr schön. Und wir haben dann so auf so einem Bootssteg gesessen, auf dem wir hätten eigentlich nicht sitzen dürfen, aber who cares, war nicht abgesperrt. Und es war richtig schön da gestern Abend, ja. Und heute reisen wir ab. Wir haben jetzt schon Koffer gepackt und so und alles aufgeräumt. Teilweise auf jeden Fall. Und wir gehen jetzt noch so brunchen dann. Erst nochmal in so einem China-Shop hier bei uns. Weil der hat so coole Sachen, da wollen wir noch was mitnehmen. Und genau, dann, wie gesagt, gehen wir brunchen und dann treten wir schon die Heimreise an. So, also das hier ist das Schlafzimmer, das zweite. Von mir und Michelle. Ich mache mal auf Weitwinkel. Das ist das Bett gewesen. Und also ich stehe direkt gerade an der Tür, so kommt man rein. Und dann ist hier das Bad, das eine. Da haben wir hier the Badewanne und eine Toilette und halt Spiegel und Waschbecken. Und dahinter ist jetzt nicht wirklich was, genauso kommt man aus dem Bad raus, da steht hier das Bett. Und hier hinten ist noch so eine kleine Nische. Das ist so nochmal so was zum Ausziehen, da können nochmal zwei Personen drauf schlafen. Ja, und genau. Von dort kommt man vom zweiten Schlafzimmer runter, dann hier die Treppe, dann ist hier das Wohnzimmer. So, den hatten wir abgehangen, weil... Obviously, er hängt direkt im Weg zum Fernseher. Dann ist hier die Couch, der Essbereich. Das war unsere Küche. Und genau, hier war dann halt sozusagen der Fernseher und alles. Und dann ist man hier vor den Flur gekommen. Diese Tür war eine Abstellkammer. Nichts Spannendes. Tada!
Hier war das zweite Bad. Da hatten wir eine Dusche. Genau, und hier WC. Das war das erste Schlafzimmer von Anne und Laura und unser Flur. Daheim. So, es ist jetzt 9:30 Freitag und also abends 9:30 und ja, wir sind mit dem Zug eben angekommen und wurden jetzt nach Hause gefahren. Einen lieben Dank an Annes Mama da nochmal. Und ja, ich bin jetzt froh, auf jeden Fall wieder in meinen eigenen vier Wänden zu schlafen, aber es war sehr, 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 sehr schön. Und ja, ich habe von der Rückreise jetzt nicht ganz so viel gefilmt, weil es jetzt nicht so spannend war. Und ich werde mir jetzt erstmal noch was zu essen machen, auch wenn es schon so spät ist, aber I'm hungry. Und ja, damit verabschiede ich mich von diesem Video und ich hoffe, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal.